My name is Katie, and I'm a student here at the University of Texas at Austin and an intern at the U.S. Consulate General in Frankfurt. I wish that I could be there in Frankfurt, but just because we're social distancing doesn't mean that we can't connect with each other across the world. One good way to get involved globally is through sister cities. You might have heard this term before, but you might wonder, what is it really? Sister Cities International was founded in 1956 by U.S. President Dwight D. Eisenhower to bring international communities together and build people-to-people relationships worldwide. For example, one of Austin's sister cities is Koblenz. These two cities have been promoting citizen diplomacy through exchanges in art, culture, education, business, and community development. One important component of sister cities is student exchanges. The highlight of the exchange is the homestay, which not only makes the trip very affordable, but also gives the students the opportunity to get to know a family in the host city on a very personal level. Today, we get to speak to Marie, who did an exchange in high school to San Antonio, Texas, and later an internship in Austin. Hallo, ich heiße Marie, ich bin 23 Jahre alt und studiere gerade Grundschullehramt in Koblenz. Ich war das erste Mal in Texas, als ich in der 10. Klasse war und ein Jahr lang ein Auslandsjahr dort gemacht habe und zur Highschool gegangen bin. Danach war ich jedes Jahr im Sommer wieder da und habe letztes Jahr 3 Monate lang ein Praktikum an der Grundschule in Austin machen dürfen. What was your high school exchange in the US like? In der 10. Klasse war ich, wie gesagt, ein Jahr in San Antonio an der High School. Ich wollte das schon immer unbedingt machen, obwohl das ganz schön gruselig war, weil ich erst 15 war und nicht wusste, in welche Familie ich kommen würde und wo ich hinkommen würde, kam ich genau dorthin, wo ich hin wollte. Nämlich in den Süden, obwohl die meisten Leute immer nach Kalifornien oder nach New York oder nach Florida wollten. Wollte ich in den Süden und genau da bin ich hingekommen, nämlich nach Texas. Ja, ich hatte eine super tolle Gastfamilie. Ich habe immer noch so viel Kontakt mit denen, die sind wirklich wie meine zweite Familie. Ich bin deswegen auch jedes Jahr zurückgekommen, weil es jedes Mal wieder so ist, wie nach Hause zu fahren. Ich habe auch noch Kontakt mit ein paar von meinen Freunden aus der Schule und das ist echt, also so eine Auslandserfahrung ist echt super toll, weil man wirklich Kontakte und Freundschaften schließt, die man sein ganzes Leben lang hat und ja, auf die man sich sein ganzes Leben lang stützen kann. How is your internship in the US? 2019 durfte ich dann ein Praktikum machen in Austin an einer Grundschule, denn Koblenz, die Stadt, in der ich studiere, und Austin sind ja Partnerstädte und dadurch hat sich das ergeben, dass ich eine Grundschule in Austin deutsche Austauschlehrer sozusagen gesucht hat und da war ich dann 3 Monate in einer 3. Klasse und war sozusagen die 2. Lehrerin und durfte auch komplett die letzten 3 Wochen den ganzen Unterricht planen und unterrichten und ich habe so unglaublich viel gelernt und es hat so viel Spaß gemacht und es war eine komplett andere Erfahrung als als der Austausch, den ich in der Schule gemacht habe und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich beides getan habe. Any advice for interning abroad? Jemanden, der auch gerne ein Praktikum in den USA machen würde, dem kann ich empfehlen, dass ihr das super gut durchplant, dass ihr euch früh genug einen Praktikumsplatz sucht, also wirklich ein Dreivierteljahr vorher und früh genug euch für das Visum bewirbt und weil ja, das beansprucht einfach Zeit, die ganzen Dokumente auszufüllen und bis das alles wirklich ja, so ist, wie es sein soll sozusagen. Man muss es auf jeden Fall sehr gut planen und auch sich überlegen, wie wo wohne ich da und wie komme ich von Punkt A zu Punkt B, brauche ich ein Auto, weil es natürlich die öffentlichen Verkehrsmittel nicht so sind wie hier, aber wenn man das alles gut durchplant, dann klappt das auf jeden Fall. What do you like to do when in Texas? Wenn ich in Texas bin, mache ich eigentlich immer die gleichen Sachen. ich liebe es, zum Riverwalk zu gehen, das ist in San Antonio, das ist so ein bisschen so wie Venedig, aber moderner. Also da gibt es ganz viele Restaurants, man kann auf einem Boot fahren, Musik, also das ist wirklich schön. Ich liebe es auch, zu Rodeos zu gehen. Es gibt kleine und große, aber ich mag die kleinen sogar noch mehr. Und danach spielen die oft Live-Musik und es wird getanzt, also es ist richtig süß. Sogar die kleinen Jungs tanzen da schon mit anderen kleinen Mädchen und das ist richtig niedlich. Und ja, das muss man auf jeden Fall mal gesehen haben. Und man muss auf jeden Fall Tex-Mex gegessen haben. Also mexikanisches Essen in Texas ist super. Mein allerliebstes Lieblingsessen. Und ich vermisse es immer, wenn ich wieder zurück in Deutschland bin. Das muss man auf jeden Fall gegessen haben. Und Barbecue natürlich. Thanks, Marie. Are you interested in doing an exchange in the US? Well, visit educationusa.state.gov to find out more.